Man hat mir gesagt, ich soll dieses Mikro nehmen. Ich nehme jetzt dieses Mikro. Michael, guck mal, ich meine, das sieht man jetzt kaum, weil so viele Scheinwerfer da sind. Es gibt ganz, ganz viele Mörserinnen und Mörser, die sich von dir verabschieden wollen. Das ist eine tolle Ehre für dich und so voll war es noch nie. Es hat auch was mit dir zu tun, glaube ich. Das war so dein letzter, oder heute ist dein letzter Tag des Improviser in Residence 2013. Da möchte ich erstmal, bevor ich dann auf deine ein paar Fragen noch an dich stellen werde, möchte ich mich erstmal bei der Kunststiftung NRW recht herzlich bedanken, die seit vielen Jahren, seit 2008, dieses Projekt Improviser of Residence finanziert zu 100% und damit die Aktivität in der Stadt Moers, was Musik angeht, improvisierte Musik angeht, neue Orientierung angeht, ganz stark unterstützt. Die Stadt Moers fördert das hier durch das Festival. Aber das ganze Jahr ist hier Bewegung drin mit vielen Facetten und da danke ich der Kunststiftung NRW erstmal recht herzlich. Michael, du fährst jetzt nach Berlin zurück. Ja, genau. Ich fahre jetzt nach Berlin zurück. Wirst du Moers vermissen? Ich werde es nicht so sehr vermissen, weil ich nämlich zurückkomme immer wieder zur ja, Zeit. Ja, ich weiß und das und, vielleicht... Vielleicht auch für das Publikum. Es gibt im Frühjahr noch ein Projekt mit dem Schlosstheater. Uli Greb hat nämlich auch seine schauspielerischen Fähigkeiten festgestellt, kam dann auf die Idee, endlich seinen Traum verwirklichen zu können, Kafka zu vertonen, zu spielen. Und zwar mit Josephine, die Sängerin, oder das Volk der Mäuse. Das ja, ist richtig, ja? Genau. Und wir sind auch schon mittendrin in den Aufführungen. Die Premiere war bereits. Und zum Beispiel gibt es direkt morgen Abend eine Aufführung. Die anderen Termine stehen ja alle im Theaterprogramm. Nur falls jemand neugierig drauf ist, ist natürlich ganz anders als dieses. Aber dieses war ja auch ganz anders als das davor. Richtig, immer wieder was Neues mit genau. Michael. Also, Sie können ihn aber dann nicht als Improviser, sondern als Josephine oder ja. Das Volk der Mäuschen. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ich habe es gesehen, ich verrate es aber nicht. Ach, was du wusstest es nachher. Ich wusste es. Na, manchmal, ich weiß, vielleicht erzähle ich es dir nachher nochmal, ja. Was ich so festgestellt habe. Was wirst du mitnehmen? Was wirst du vermissen? Oder was nimmst du mit rüber nach Berlin? Ja. Was fällt dir da was ein? Also ich muss sagen, ich sehe es nicht so richtig als, ich gehe jetzt weg und dann nehme ich was mit und der Rest bleibt da und das war's. So empfinde ich es nicht, sondern dadurch, dass jetzt das Theaterstück da ist, dadurch, dass ich auch Leute hier kennengelernt habe, dadurch, dass ich auch mit der, die jetzt kommen wird, eigentlich recht gut befreundet bin, bestehen einfach Gründe genug, dass ich das eher so sehe, dass da jetzt eine Verbindung entstanden ist, die jetzt da ist und... Darum das Vermissen, ich richte da gar nicht so mein Augenmerk drauf. Ich bin sowieso ständig unterwegs und Moers ist vermutlich dann einer der Orte, wo ich dann in Zukunft auch mal immer wieder hinfahre. Das heißt, du verlierst Moers nicht und Nein, wir verlieren Michael ich nicht? Ich glaube nicht. Und ich würde sagen... jetzt erstmal nicht, ne? Auf lange Zeit. Dann würde ich doch sagen, wir bitten jetzt Julia auf die Bühne. Ja, das wäre doch der perfekte Moment. Wenn sie denn da ist, meine, das kann ich mir auch Ach, sie kommt von hinten? Ah, sie kommt von hinten. Ja. Julia Hülsmann. Auch so ihre eigenen Wege, das ist immer was normal so, man erwartet sie von vorne, sie kommt von hinten, das ist schon gut, man weiß es nie. Erstmal herzlich willkommen in Moers. Danke, das benutzt. Ich hoffe, Sie werden hier ein schönes Jahr verbringen, das Jahr 2014, wo Sie als Improviser in Residence ja neu da sind. Eine Frage, gibt es schon einen Schlüssel, weil er muss die Residence verlassen? Auf der kleinen Allee und sie zieht heute ein. Gibt es einen Schlüssel? Ja. Das heißt, es gibt schon. Das heißt, es gibt aber einen Schlüssel, den sie schon haben. Das reicht mir schon. Also die Schlüssel. Schlüsselübergabe ist erfolgt. Sie jetzt symbolisch.
Sehr wunderbar. Ich habe mir auch schon erlaubt, eben eine Kommode von einem Zimmer in die andere, ins andere rüberzuschieben. So ganz vorsichtig, dachte so, ist das jetzt schon okay? Oder? Ja, genau. Es ist okay, weil ab heute sind sie. Heute ist der Tag, wo wir beide denken, ist das schon okay? Genau. Darf ich noch, oder? Geht schon? Darf ich noch einmal rein? Ja, genau. Aber was wir jetzt dürfen, er darf die Bühne verlassen. Ich darf. Sie wird auf der Bühne bleiben mit Tom Arthur. Tom Arthur begleitet sie heute, Flügel am Flügel heute. Ich wünsche uns einen schönen Abend.